Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West, dem DLC Neues Spiel Plus, jetzt im New Game Plus Plus auf Schwierigkeitsgrad Story. So, die letzten Champion-Gutscheine stehen uns Was bevor, brauchst du denn? Leute. Wir haben heute. Ich bin so ein Anbegleiten, ich weiß. Und wenn es hat, Gibt es nicht. Und wir machen erstmal den Ich Anfang. muss Ups. erst. Ja. Mit dieser Mission. Eigentlich wollte ich ihm direkt hinterherlaufen, aber egal. Ein gespaltener Stamm. Dann machen wir es eben so, laufe ich halt selber hin. Und danach machen wir das Rebellenlager da hinten. Dann sollte es auch erledigt sein. Dann haben wir die 125 nötigen Champion-Gutscheine zusammen. Können uns die letzte Trophäe von dem DLC holen. Und ja, damit das DLC für erledigt. Da bist du ja. Erklären. Der Tenak-Trupp kampiert da drin. Sie brauchen Ah, noch da. Hilfe. Du da, das. So. Oh, Ja. Ihr seid weit, die Person. Bla 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 bla. Wir wollen eigentlich kann keine nicht. Hilfe, aber wir Von nehmen dir sie will jetzt ich nicht wissen, trotzdem wie was etwas haben. widerwillig an. Ist okay. Was vor Dörfler. Recht viel. Alles, da liegt Wir die brauchen nur Schlappe. ein paar Wissens Vorräte und Marscher, dann der schaffen Trupp wir es lässt sich schon. das Bitte hilf Steinstück uns, die steht da. Aber Gegenstände. das ist. Na Bitte gut, hilf uns, die pass auf Vorräte dich. zu holen. Ja. So, wir folgen Zur Sekora Ruine oder geht's da lang. Sokora. Wenn wir erst die Vorräte haben, wird alles wieder gut. Was sagst du? Was soll das bitte heißen? Der Zustand deines Bruders ist. Das ist nicht dein Problem, Bauer. Was sagst du? Sag das nicht ständig. Ganz ruhig. Wir wollen doch nur helfen. Das sagst du. Ja, schöner Wir Dialog. müssen den Fluss überqueren Oh. und das Fremdenlager an der Stimmt Straße das meiden. nicht? Ich hasse es, nass zu werden. Na, wenn das dein größtes Problem Verfügster. ist. Das habe ich gehört. Irgendwie liebe ich es, wie er sie permanent so ein kleines bisschen verarscht. So nach dem Motto, oh ja, du bist eine ganz harte. Du bist eindeutig so tough, wie du auch immer tust. Ah, schon lustig. Na los, Sie auf, sind auf! da. Der Eingang sollte unter dem Bogen da sein. Begib dich nach Flusswacht. Ist das hier nicht Flusswacht? Ja, doch. Versperrt. Ich wollte Da schon geht's sagen. nicht hindurch. Schauen wir mal an der So, jetzt Seite. erstmal Maschinen klatschen. Wieder rein. Aus der Luft Nein. gesnipert. Oh, war schon down. Ups. Okay, auch schon down. Oh, hi. Das war's. Das war die letzte. Finde einen Eingang nach Flusswach. Das hatte ich im Griff. Könntest dich auch einfach bedanken, Jungspund. Ich hätte es. Der Bauer hat sein. Ich hätte Fahrradkette. Ja, ist ja gut. Okay. Ich muss einen Weg in die Ruinen finden. Der war doch hier drüben irgendwo, oder nicht? Yep. Ich kann ihn da nicht festmachen. Doch, kannst du. Achso, betritt Fluchtwacht. Ja. Sieht wie eine Art Keller aus. Jetzt ich auch. Muss irgendwie hoch. Plündere die Kriegstruhe. Na dann, mein fliegender Freund. Der sorgt dafür, dass wir das Ganze erheblich abkürzen. Nein, das war jetzt blöd. Nein! Oh Mann. Das wäre jetzt aber beinahe wieder zu einem peinlichen Tod geworden. Bisschen ungünstig, fürchte ich. Ja, ungünstig. Ein Lager. Muss weiter oben sein. Oh, vielleicht doch nicht.
so ungünstig. Passt schon. Cool. Da. Und aufbrechen. So. Zeug holen. Abliefern. Jax und Sokora haben Ärger. Ich muss schnell zu ihnen. Go, go, go. Wait, what? Oh, da hinten. Da hinten? Da sind Jax und Sokora. Ich muss da rein und diese Maschinen erledigen. Du bist also auch mit mir. Das ist das Ende. Geschafft. Oh yeah. Ich sehe lieber nach Jax und Sokora. Come on. Ach man. Na, ihr beiden. Guter Kampf, Adler. Ihr hattet ja gut Spaß, während ich unterwegs war. So, zurück zum Trupp. Was? Also, ich werde ja nichts sagen, aber eigentlich hättest du mich doch hier locker einsammeln können. Ohne zu landen. Möchte ich behaupten. Ich sage, das wäre sowas von drin gewesen. Okay. Auf halbem Wege zum Rebellenlager können wir auch schon diese Mission abgeben. Sag die Wahrheit. Ganz hallo. Aloy, wir wollten gerade reingehen. Aha. Dann haben wir jetzt alles. Der Vorrat war leer. Hoffen. So, gespaltener Stamm. Ups, fertig. Hilfe. Alter. Echt jetzt? Go! So, das Rebellenlager ist nur noch um die Ecke. Dann haben wir's. Bei den Zehen, ich könnte eine warme Mahlzeit und einen Drink gebrauchen. Wait. Ah, nee, doch nicht. Ich hab dich! Hey! Haben Verderber ausgelöst. Okay. Ich soll die Leiche untersuchen. Deck den Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Ha, finde eine Verwendung für den Schlüssel. Ich komme. Den Anführer habe ich ja ziemlich schnell gefunden. Wundersamerweise. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich sollte vielleicht mal die Gegner markieren. Ah, doch, da ist einer. Sie haben offenbar Maschinenteile geplündert. Nee, doch nicht. So. Okay, jetzt aber. Oh, hi. Wenn die Position gewechselt, ne? Wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr da seid. Schön, dass du es weißt. Schön für dich. Hallo, ich wollte mal vorbeischauen. Alright. Wo könnte ich jetzt Verwendung für den Schlüssel finden?
der Schlüssel diese Truhe öffnet? Ah. Sehen die Identifikationsmarken cool aus. Ich weiß, dass die Nachtsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten. Das Gebiet sollte sicher sein. Nice, das war echt nur die eine Maschine, die noch übrig war. Rebellenaußenposten, Zackentiefe, fertig. Und wir kriegen. Jetzt habe ich die Champion-Gutscheine nicht gesehen. Hä? Mal, täusche ich mich oder habe ich für das Rebellenlager jetzt gerade gar nichts gekriegt? Was? Nicht euer Ernst. Echt jetzt? Das ist aber schon unverschämt. Manche Rebellenlager bringen gar nichts? Also wenigstens 1-2 habe ich erwartet. Hätten ja nicht direkt wieder 3 sein müssen, aber 1-2 doch auf jeden Fall. Was zur Hölle? Warum geizt denn das Spiel jetzt auf einmal so mit den Dingern? Soll wohl ein Scherz sein. Ausgerechnet jetzt, ey. Anscheinend bist du bei einer Brutstätte. Du erlangst vielleicht weitere Maschinenüberbrückungen aus dem Kern. Ich werde den Standort in deinem Fokus markieren. Okay, danke, Gaia. Danke, Brutstätte Mu. Ist das die, für die ich sie halte? Nein. Wow. Dass da jetzt auch ein stiller Schlag möglich war? Was zur Hölle? Du auch. Nice. Komm hier rüber. Naja, machen wir die Nebenmission auch noch einmal eben. Dauert ja nicht lang, ne? Dann habe ich Aloy. Milo ist nach der Sie hat. Was führt die Maschine? Nicht. Er kam vor. Nein. Ach, er hat dann Pling. Zu übereifrig ich, wieder X aber gedrückt. Ich würde, was, er wollte mit der Schlag. Nein, aber mit Schmerz. Ja, das war mir ein. Okay, go. Folge Talana auf das Schlachtfeld. Boah, zum Glück habe ich die Falle jetzt gerade eben nicht ausgelöst. Du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten. Amadis gehörte zur Kaja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat. Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Mhm. Seitdem ist er auf der Flucht. Alles klar. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Nun? Keine glaubst Sorge. Du? Wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken. Ich habe gewartet, aber sie kam. Ja? Man entscheidet, ich wüsste jetzt weiter oder nicht? Wo die Tenak die Kaja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Tiefe Fußspuren, vielleicht Osaram. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Mhm. Sehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Osaram hier? Lagerfeuer? Ein Lagerfeuer. Sieht frisch aus. Wie auch immer hier war, blieb mindestens eine Nacht. Mhm. Oh. Alter. Ach. Kann doch nicht so schwer sein, ein kleines Vorratslager zu plündern. Hm. Schwache Spuren. Nicht Osaram, vielleicht Kaja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Ja, Kalana, ich glaube, ich hab hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. So, da kommt gleich definitiv noch ein Maschinenkampf. Wieso ging Amadis weiter nach Westen? Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Sieht ziemlich verlassen aus.
Immerhin noch ein weiteres Lagerfeuer. Was macht der denn hier draußen? Servus. Vielleicht hat er Amaris gesehen. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadis. Los geht's. Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakt nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht. Vielleicht. Der Hügel da vorne. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Und ich glaube, da ist auch die Quest irgendwann zu Ende. Er hat uns noch nicht gesehen. Panzerschnapper. Wir können es benutzen. Habit und Drossel. Wie in alten Zeiten. Verdammt nochmal. Bam! Fühlt sich gut an, wieder an deiner Seite zu jagen. Na los, Tito. Gehen wir in den Tunnel. So, einmal alles mitnehmen. Hier drin stoßen wir auf unsere Grenzen, genau. Sieht aus wie ein Einsturz. Und was ist mit der Karawane passiert? Sehen wir uns mal um. Vielleicht hilft ein zweites Gesicht. Zweites Gesicht ist auch ein super Name dafür. Talana, ich glaube, ich habe hier was. Im Geröll. Was ist es? Ah, so, lässt sich doch skippen. Ich bin einer alten Erledigt. Freundin begegnet, die rüber nach Westen muss. Wir haben es geschafft. Kannst du sie vielleicht bei Rheinklang treffen und sie durch die Basis bringen? Es ist nur, sie ist Kaja, aber eine der Guten. Wenn sie deine Freundin ist, muss es so sein. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die nötige Menge an Champion-Gutscheinen zusammen. So. Es gibt jetzt drei verschiedene Gegenstände, die wir für die, gegen die Champion-Gutscheine eintauschen müssen. Einmal gibt es Waffen, es gibt Waffenskins und es gibt Gesichtsbemalungen. Und von allen dreien müssen wir quasi wirklich alles, was für die Champion-Gutscheine zu holen ist, mitnehmen. Ich würde sagen, in Rheinklang wird es doch bestimmt beides geben, oder? Oder? Mit Sicherheit. Eins der beiden Fragezeichen wird bestimmt eine Farbmischerin sein. In so einer großen Stadt kann ich mir kaum vorstellen, dass es da keinen gibt, der irgendetwas mit Farben, dass es da keinen gibt, der was mit Farben zu tun hat. In so einer großen Stadt, in den größeren Städten gibt es so jemanden normalerweise immer. Da gibt es eigentlich immer einen Färber. Moment. Bei der Gelegenheit, bevor ich jetzt irgendetwas mache, werde ich auf jeden Fall noch einmal manuell speichern. So, schlicht und ergreifend deshalb, weil ich dann einen manuellen Speicherpunkt habe, bevor ich da das ganze Zeug kaufe. Und dann werde ich einen automatischen Speicherpunkt mindestens haben, der existiert, nachdem ich bereits die ganzen Gegenstände gekauft habe. Ich möchte damit einfach nur sicherstellen, dass ich auf jeden Fall quasi auf alle Situationen vorbereitet bin. Darauf, dass entweder durch das Übertragen meiner Speicherstände von der PS4 auf die PS5-Version tatsächlich alle Trophäen freigeschaltet werden, die ich hier in der PS4-Version verdient habe. Sprich auch die Neues Spiel Plus Trophäen. Und für den Fall, dass das nicht so ist, dass ich dann wenigstens einen Speicherpunkt habe, der eben vor der Aktion existiert, die ich für die Trophäe machen musste. Ich habe hier einen Speicherstand, bevor ich den finalen Kampf auf Ultra schwer gemacht habe. Und jetzt auch einen manuellen Speicherstand, bevor ich alle Gegenstände auf ein Tränkemischer, Mist. Und auch einen Speicherstand, bevor ich alle möglichen Gegenstände vom New Game Plus gekauft habe. Damit bin ich wirklich auf alles vorbereitet und kann im Notfall in der PS5-Version mit nur geringem Aufwand die Trophäen dort auch noch einmal verdienen. Hallo! Da haben wir es doch. Du bist eine Nora, oder? Sieht doch gut aus. Ja.
So, was haben wir denn hier? Färberin. Hier, guckt mal. Wir haben hier für 5 Champion-Gutscheine Abenddämmerung. Sehr gut. So. Okay. Da ist noch eine. Gebrannter Ocker. Okay. Ich habe eindeutig noch nicht die richtigen Rüstungen dabei. Das ist nichts im Vergleich zur Arbeit der Tenakt-Erber. Ich brauche noch ein paar mehr Rüstungen. Um, naja, ich kann sie mir jetzt auch eigentlich kaufen bei der Gelegenheit. Die Frage ist nur, welche Art von Rüstung fehlt mir jetzt überhaupt noch? Was habe ich denn hier? Tenakt? Moment, ich habe Krieger, Jäger. Ich habe Krieger, Jäger gemischt. Krieger, Eindringling, Überlebende, sehr gut. Das sind bestimmt die richtigen anderen Rüstungsarten, die ich brauche und die ich auch einfärben kann. Wahrscheinlich von jeder Rüstungsart jeweils eine. Warum habe ich jetzt mein Outfit gewechselt? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. So, hier, goldene Sonne. Jede neue Farbe kostet genau 5 Champion-Gutscheine. So, das wäre das. Nein. Auf jeden Fall mein Outfit wieder wechseln. Hierauf. Okay. Aber Gesichtsbemalungen macht Sinn nicht, oder? Sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Gibt es jemanden, der Gesichtsbemalungen macht? Ich glaube, das wird in dieser Siedlung gar nicht gemacht, oder? Verdammt, da müsste ich wahrscheinlich irgendeine andere Siedlung in Angriff nehmen. Und finden. Es gab hier doch definitiv irgendwo eine Siedlung, bei der ich in der Lage war, so eine Gesichtsbemalung durchführen zu lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss sie jetzt nur noch finden. Ja, schade. Es gibt natürlich auch noch Waffen, die ich kaufen muss, aber ich weiß nicht, die jetzt auch noch hier zu kaufen, halte ich für unnötig. Moment, dann werde ich erstmal hier so auf der Höhe in Richtung Westen fliegen. Es gab hier auf jeden Fall irgendwo noch eine krass große Siedlung, bei der ich mir definitiv sicher bin, dass es dort einen Färber, also einen Gesichtsfärber gibt. Klingt komisch. Gesichtsfärber, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch einen Färber, der eben Gesichtsbemalungen ausführen kann. Quasi die Endzeitversion von Make-up, könnte man sagen. Gut. Na, ja, was heißt die Endzeitversion? In der Vergangenheit wurden ja auch gerne Kriegsbemalungen gemacht. Ne? Vielleicht zum Teil ja auch heute noch. Will ich ja auch nicht bestreiten. Oh, ich glaube, da hinten sehe ich eventuell schon die Siedlung in weiter Ferne. Ich bin auf jeden Fall, denke ich, schon auf dem richtigen Weg. So grob. Vom Gebiet an sich her stimmt es.
Es war auf jeden Fall ein relativ hoher Ort mit einer Turmspitze in der Mitte. Das dort hinten wird nicht die Turmspitze sein, aber ich glaube, von dort aus konnte man den Ort relativ gut sehen. Hier kann ich mir nicht vorstellen, dass der Ort ist. Hier gibt es keine Stelle, die groß genug wäre und die ich einsehen könnte. Außer da hinten vielleicht, aber das sieht eher nach einem einsamen Turm aus, als nach einer Stadt. Mal gucken, ich werde nochmal über diesen Berg drüber fliegen. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Genau das habe ich gesucht. Eine Stadt, die so, die theoretisch, wenn man nur die Hauptstory durchspielt, komplett an einem vorbeigeht. Was ja an sich schade ist. Man hat ja bereits auf Ultraschwer gesehen, wie viel man von dem Spiel verpassen würde, wenn man nur die Story machen würde. Und nichts anderes. Da ist ja das Spiel viel zu schade für. Guckt euch mal an, was es hier so alles Geiles zu entdecken gibt. Okay, hier wird es definitiv einen Färber für Gesichter geben. Nicht nur für Rüstungen. Muss so sein. Ich hoffe, ich kann hier schon rein. Darf ich rein, bitte? Keinen Schritt weit. Doch, ich kann rein. Ich dachte schon, ich müsste irgendwie, keine Ahnung, zunächst einmal hier unten hin und mich gewissermaßen erstmal mit dem Tenakt-Häuptling gut stellen, bevor ich hier überhaupt rein kann. Aber nein, Gott sei Dank, ich kann auch so hineingehen. Halleluja. Was haben wir denn hier? Nee, Trankhersteller. Tränkemischer. Erstmal alle Fragezeichen hier ablaufen. Da ist schon mal ein Färber, aber für Rüstungen oder für Gesichtsfarbe? Rüstungen. Alright. Huch. Was zum Teufel? Hi. Na, ein bisschen Tattoos stechen. Ich glaube, ich gehe später noch rüber ins Jagdgebiet. Kommst du mit? Wo zur Hölle ist jetzt der... Wait. Da, Gesichtsbemalungen. Da ist es doch. Wo ist er? Doch, direkt hier frontal, der Typ. Du wolltest mir... Socker? Bitte sag mir nicht, dass du erst dann Gesichtsbemalungen machen kannst, wenn ich eine Quest für dich mache. Handeln, ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, hier, Quenn-Lichtweberin. Quenn-Seefahrerin. Quenn-Reliktjägerin. Und kaiserliche Quenn. Ah, und noch Quenn-Offizierin. So. Das wären alle Gesichtsbemalungen, die ich mir für die Champion-Gutscheine kaufen kann. Und ich muss Tinte. So, jetzt brauchen wir nur noch die Waffen. Im Übrigen, ihr müsst die Gesichtsbemalungen, Rüstungsfarben und die Waffen, ihr müsst die nicht bei spezifischen Händlern kaufen. Habe ich jetzt bislang leider vergessen zu erwähnen, glaube ich. Ihr könnt quasi jeden beliebigen Händler aufsuchen. Ne? Egal ob jeden beliebigen Maler für Gesichtsbemalungen, jeden beliebigen Färber für Outfitfarben, jeden beliebigen Jäger für Jägerbedarf. Ihr könnt, ist vollkommen egal, mit welchem ihr redet. Die werden alle die Waffen haben und die Gegenstände, die ihr für Champion-Gutscheine eintauschen könnt. Boah, das letzte Kapitel klingt auch krass. Streitbrecher, Trutz, Urmutters Segnung, Griff des Vermächtnisses, Erifs Untergang, Funkenregen, Tränen des Landgottes. Alter. Die werden alle gekauft. Nein, Moment. Ah, einfach nur mit X und Viereck, dann wird es direkt ins Inventar gelegt. Alter Vater, geiles Zeug auf jeden Fall. Und das letzte Kapitel. Bäm. Und ich bekomme die Bronzetrophäe, alle Belohnungen von Neues Spiel Plus erlangt. Endlich, Leute. Bäm.
Und wir gucken ins Inventar. Nicht ein einziger Champion-Gutschein ist übrig geblieben. Guck mal. Ja gut, ich habe jetzt zwar ein Rebellenlager quasi für Lachs, für Umme erledigt. Bisschen blöd, bisschen schade. Aber kann man nichts machen. Konnte ich ja nicht ahnen. Hat trotzdem noch alles geklappt. Kriegerbögen, ja, ist ja gut. Ich weiß doch schon Bescheid, Spiel. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Die 100% von Neues Spiel Plus sind endgültig erreicht. Geil, oder? Ach, es ist so beruhigend. Gut, ich mache noch eine kurze Schnellreise zurück zum Bunker hin oder zumindest zum Lagerfeuer direkt außerhalb des Bunkers. Das reicht ja auch schon, um einen automatischen Speicherpunkt zu setzen. Mehr möchte ich ja auch gar nicht. Alter Leute, was lange währt, währt endlich gut. Es hat endlich sein Ende gefunden. Die Farmerei mit den ganzen... Kurze Schnellspeicherung. Die Farmerei der Champion-Gutscheine. Oh. Sowie der Durchgang auf Ultraschwer. Alles hat sich erledigt. War im Endeffekt auch alles tatsächlich halb so wild, wie anfangs gedacht. Wie gesagt, ich dachte, der Durchgang auf Ultraschwer wird aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt nicht so eine krasse Rüstung haben wie im ersten Teil, die ja über ein Schutzschild verfügt, der einen vor den ersten paar Treffern noch bewahren kann, oder also schützen kann, bevor die Gesundheit noch Schaden nimmt. Ne? So eine vorteilhafte Rüstung haben wir hier zwar nicht, aber trotzdem hat es gut geklappt. Ne? Sehr gut geklappt. Ungefähr so könnt ihr euch eigentlich auch meinen Durchgang im ersten Teil auf New Game Plus auf Ultraschwer vorstellen. Ne? Sehr viel ausweichen, sehr viel herumhantieren mit stärkeren Waffen, um eben die Kämpfe so schnell es geht zu Ende zu bringen. Nur auf die Hauptstory fokussiert geblieben und so die ganze Zeit durch das Spiel gerusht, tatsächlich. Und von der Munition her war es bei mir, wenn ich mich richtig erinnere, im ersten Teil sogar deutlich knapper als hier. Hier habe ich einen mega krassen Vorrat an Rohstoffen im ersten Durchgang gesammelt, sodass ich eigentlich schon für alle Eventualitäten auf Ultraschwer vorbereitet war. Im ersten Teil beim New Game Plus auf Ultraschwer, da kann ich mich noch dran erinnern, dass meine Ressourcen oder mein Ressourcenvorrat, den ich im ersten Durchgang angelegt habe, gerade noch so ganz, ganz knapp bis zum Endkampf gereicht hat. Also es war echt kaum noch etwas übrig und ich hatte schon gedacht, dass meine Munition gar nicht mehr reichen würde und ich den Endkampf gar nicht mehr hinkriegen würde, weil ich einfach nicht mehr genug da hatte. Aber es hat doch noch gerade noch so geklappt tatsächlich. Es war eine enge Kiste. Hat aber geklappt. Ne? Und vom Gameplay her war es hier ungefähr genauso wie im ersten Teil. Ne? Sehr viel einfach Ausweichrollen aktivieren. Ne? Sehr viele Ausweichrollen benutzen. Dann so oft es geht eben mit stärkeren Waffen auf die Gegner einprügeln, am besten die Elementarschwäche noch ausnutzen, wenn man auf diese vorbereitet ist. Wenn der Gegner eine Plasmaschwäche hat, ja gut, dann blöd, habe ich nicht abgedeckt gehabt. Ich hätte wahrscheinlich durchaus noch eine Waffe im Inventar gehabt, mit der ich das hätte abdecken können, habe ich aber nicht. Egal, hat ja auch so gut geklappt. Ne, den Explosionswaffen sei Dank an dieser Stelle. Hammermäßig. Ach, ist das schön. Schön, schön. Und wie gesagt, ne, was das Sammeln der Champion-Gutscheine anbelangt, ihr seht es ja hier, ich musste noch nicht einmal auch nur eine Quest starten, was das Sammeln der Unterfunktionen von Gaia angeht. Nicht eine davon musste ich jetzt in Angriff nehmen. Und in Reinklang musste ich tatsächlich auch keine Nebenmissionen erfüllen. Das hat sich auch komplett erledigt. Obwohl ich noch gedacht habe, ja, es könnte knapp werden, aber nö, hat doch funktioniert. Finde ich schön. Alles, ja, hat mehr oder weniger noch geklappt. Schöne Sache. Ja, wie gesagt, wenn ich auf Ultraschwer nicht schon so viele Nebenaktivitäten gemacht hätte, dann hätte ich natürlich hier noch ein bisschen mehr zu tun gehabt. Klar, ne? Da wäre ich aber auch relativ schnell mit durch gewesen, muss ich an dieser Stelle sagen. Also, ne, es hat mir definitiv Spaß gemacht, die Missionen auf Ultraschwer zu spielen. Aber jetzt seht ihr quasi, wenn ihr euch schon vorher dazu entschieden haben solltet,
ins New Game Plus Plus auf leicht reinzustarten. Ne? Wenn ihr euch schon vor dem Zeitpunkt, bevor ich es getan habe, euch dazu entschieden habt, sprich, wenn ihr euch vielleicht schon direkt nach dem Abschluss der Hauptstory dazu entschieden habt, direkt den Schwierigkeitsgrad zu reduzieren und ins New Game Plus Plus reinzurutschen, dann seht ihr ja hier, dass ihr noch ein bisschen was zu tun hättet. Definitiv. Aber euch wird es natürlich deutlich leichter fallen, das alles auf Story-Schwierigkeitsgrad zu erfüllen, als auf Ultraschwer. Das ist klar. Ne? Aber dann könnt ihr hier auch wie so ein heißes Messer durch die Buddha, hier durch den verbotenen Westen euch durchkämpfen, euch durchschneiden. Und dann habt ihr es auch relativ bald hinter euch. Cool. Das war's. Wir haben das DLC auf 100% gebracht. Schwierigkeitsgrad technisch würde ich sagen, wenn man sich eben zu Genüge, so wie ich eben, auf ultraschwer vorbereitet hat, ne, richtige Rüstung, richtige Waffen und so weiter, wenn man das alles am Start hat, inklusive eines ordentlichen Vorrates, mit dem man schön viel Munition herstellen kann, nachdem man jede Mission beendet hat, ne, dass man eben direkt so einen riesen Vorrat hat, aus dem man sich bedienen kann und immer alles nachfüllen kann, dann hat man überhaupt keine Probleme. Dementsprechend, da man eben die Gelegenheit hat, sich zu Genüge darauf vorzubereiten, würde ich sagen, der Schwierigkeitsgrad liegt bei einer 3 bis 4 von 10. Tendenz vielleicht zu 4, weil einige Kämpfe dann schon ein bisschen knackiger sind, aber trotzdem, ihr habt es ja gesehen, ich habe unfassbar viele Gesundheitstränke gehabt, unfassbar viele heilende Beeren, unfassbar viele Materialien für meine Sprengstoff-Munition. Also Probleme gab es da eigentlich nie. Ab und zu hing ich natürlich, ab und zu bin ich auch gestorben. Klar, wäre ja auch komisch, wenn nicht auf ultraschwer. Aber am Ende hat es immer geklappt nach ein paar Versuchen. Also so ist es nicht. War auf jeden Fall im Großen und Ganzen sehr gut machbar. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, es wird länger dauern, ich werde öfter sterben. Aber nö, war super. Hat mir sehr gut gefallen. Ne? Hat mir auch noch einmal geholfen, nochmal so ein grobes Bild über die Welt zu bekommen. Nochmal mich grob an die Story zu erinnern, was, wo, wie stattgefunden hat. Ne? Deswegen habe ich mich auch eben generell dazu entschieden, das New Game Plus zuerst zu machen. Nicht nur, weil ich auf diese Art und Weise dann eben auch die entsprechenden DLC-Trophäen fürs New Game Plus auch bei der PS5-Version direkt mit freischalten kann, sodass ich mir dort den New Game Plus-Kram komplett sparen kann. Sondern weil es eben auch praktisch ist, bevor man dann in ein Story-DLC von einem Spiel eintaucht, das man sehr lange nicht mehr gespielt hat und das sehr lange her ist, weil man auf diese Art und Weise nochmal Gelegenheit bekommt, sich noch einmal alles, ne, durch den Kopf gehen zu lassen, alles nochmal Revue passieren zu lassen. Dazu sind solche New Game Plus Sachen definitiv ganz gut und ja, das ist so für mich persönlich der große Vorteil, den ich manchmal daraus ziehen kann, wenn ich dann eben aufgrund eines New Game Plus DLCs zu einem Spiel zurückkehre, das ich lange nicht mehr gespielt habe. Vor allen Dingen, wenn das Spiel dann auch noch ein Story-DLC mit dazu bekommen hat. Dann erst recht. Und genau darum werden wir uns ab morgen als nächstes kümmern, Leute. Und auch werden wir ab morgen auf die PS5-Version upgraden. Ne? Ich werde direkt die PS5-Version installieren, ich werde die Speicherstände übertragen, dann hoffentlich alles per Autopop freischalten. Ne? So nennt es sich halt, wenn man, halt die eine Version, in den meisten Fällen eben die PS4-Version nimmt, die Speicherstände auf die PS5-Version überträgt und dann alle freigeschalteten Trophäen der PS4-Version automatisch auch für die 5er kriegt. Ohne dass man da noch einmal das Spiel extra komplett durchspielen muss. Nennt sich halt Autopop. Und sobald dann dort alles aufgeploppt ist, kann ich direkt danach auch Burning Shores installieren und yalla, dann gehen wir da rein. Im Übrigen werde ich Burning Shores im ersten Spieldurchgang angehen. Ich habe ja immer noch einen Speicherstand vom ersten Spieldurchgang, nachdem ich all meine legendären Waffen aufs Maximum geupgradet habe. Das heißt, ich bin immer noch in der Lage, mit dem gleichen Equipment wie für Ultraschwer ins DLC reinzustarten, ohne dass ich allerdings diesen krassen Überschuss an Skillpunkten wie jetzt habe und auch ohne sämtliche Champion-Gutscheine und sonstigen Kladderadatsch. Einfach weil ich jetzt ungern, ehrlich gesagt, im New Game Plus oder im New Game Plus Plus ins Story DLC rein
reingehen möchte. So etwas möchte ich am liebsten im ersten Durchgang machen. Einfach, weil es sich so richtiger anfühlt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Level eventuell angehoben werden von dem DLC, wenn ich halt im New Game Plus dahin gehe. Keine Ahnung. Generell ist es mir immer lieber, den ersten Spieldurchgang für so ein Story-DLC zu nehmen, wenn es halt schon in die Geschichtswelt implementiert ist. Das alles setzt natürlich voraus, dass ich das DLC nicht aus dem Hauptmenü heraus separat anwählen kann, sondern dass es eben hier in die Hauptwelt integriert wird und ich hier eben quasi das Hauptspiel laden muss und von dort aus ins DLC reinstarten kann. War ja im Prinzip beim Story-DLC vom ersten Teil genauso. Ne? Da wurde ja auch quasi ein neues Gebiet eröffnet, das man dann vom Hauptspiel aus betreten kann. Ich nehme mal an, hier wird es genauso sein. Außerdem, im ersten Durchgang habe ich ja auch bereits die komplette Map erkundet, alle Orte entdeckt, alle Nebenaktivitäten abgeschlossen. Ne? Da habe ich einfach alles in der Welt bereits erledigt, was es zu erledigen galt. Und ich weiß nicht, in ein Story-DLC reinzuschalten, reinzulaufen, ne, mich da einzuklinken, mit so einer Map, also ne, mit so einer kaum erkundeten Map, tue ich mich auch ein bisschen schwer mit. Macht zwar in der Theorie auch keinen Unterschied wahrscheinlich, aber trotzdem, ne, ich nehme lieber den ersten Durchgang, fühle ich mich besser mit, gut ist. Ne? Ich habe ja immer noch einen Speicherstand, wie gesagt, aus dem ersten Durchgang. Von daher sollte das ja passen. Das sollte kein Problem sein. Lass dir diese Chance. Okay, gut Leute. Dann kann ich an dieser Stelle die PS4-Version von Horizon Forbidden West endgültig für beendet erklären, zusammen mit dem New Game Plus DLC. Und ab morgen starten wir dann in die PS5-Version mit dem dazugehörigen Story-DLC Burning Shores rein. Ha, geiler Scheiß. Super. Dann bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als euch zu sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Platin- oder 100% Let's Play. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao und frohe Trophäenjagd.